Okay. Sehr komisch. Ich da jetzt keine Dialoglautstärke hatte, verstehe ich jetzt nicht genau, aber anscheinend funktioniert jetzt alles. Igni. Ein Fleck. So. Wövernöl. Genau. Wir hatten ja hier aufgehört gehabt, nachdem wir genau, nachdem wir das hier alle durchsucht hatten und da unten ja Leute gekommen sind. Und ich glaube, machen wir erstmal Anmod, würde ich sagen. Kurz Moment hier, machen wir kurz Lautstärke aus hier. Boah, so. Genau. Erstmal schön, dass ihr wieder da seid, Leute. Ich freue mich auch, wir können ein bisschen spielen. Ich hatte eigentlich die ganze Woche Urlaub, wollte ein bisschen streamen, hat so überhaupt nicht funktioniert, weil meine Frau arbeitstechnisch ultra gebunden war. Waren ja jetzt so Zeugnisse. Und sie ist ja Sekretärin in der Schule. Und ja, somit hatte ich quasi die Kinder, also alle. Und ja, musste mich halt um alles kümmern, abholen und dann abends da sein und so. Ja, deswegen hat das die ganze Woche so überhaupt nicht geklappt, in irgendeiner Form hier mal was zu machen. Außer, wenn ich da mal eine Stunde Zeit hatte, irgendwas zu schneiden, zu rendern für euch und ja, auf YouTube hochzuladen. Deswegen sind wir, glaube ich, jetzt auch ziemlich aktuell mit den Folgen. Ich glaube, eine fehlt noch, weiß ich jetzt gar nicht genau. Die kommt jetzt am Mittwoch raus. Wir haben jetzt den Stream-Ablauf oder den Upload haben wir jetzt geändert. Der G-Man und ich, weil er zeitlich nicht ganz hinkriegt, werden meine Folgen jetzt immer mittwochs und samstags rauskommen und seine Folgen kommen dementsprechend Donnerstag und Montag. Jo. Ja, also nur, dass er Bescheid wisst, falls er darauf wartet. Ansonsten, ja, war jetzt, wie gesagt, hatte ja die Kinder, war jetzt ein bisschen unterwegs auch, ein bisschen Urlaub gemacht. Also, was heißt Urlaub? War mit denen baden. und wie es so ist, ne, man ist einmal baden. Hat mich prompt so eine Kackwespe in die Lippe gestochen. Und hatte da auch ein bisschen zu tun mit. Tut auch immer noch ein bisschen weh. Ja. Ja, so viel erstmal dazu. Auf jeden Fall freue ich mich aber, dass wir einigermaßen hingekriegt haben, heute mal zu streamen. Und ja, die nächsten Wochen sollten jetzt sollten jetzt tatsächlich ruhiger werden, hoffe ich. Spiel und soundtechnisch sollte jetzt alles hinhauen. Sollte da irgendwas nicht hinhauen, sagt es gerne in den Chat oder dann später bei YouTube in die Kommentare. und tatsächlich, wenn ich auf Klo gehe oder sonst irgendwas, dann vergesse ich auch immer gerne mal das Mikro anzumachen. Habe ich jetzt beim Schneiden festgestellt, dass zwei, drei Folgen immer mal ohne Ton waren, weil ich einfach vergessen habe, ich dämel das Mikro wieder anzumachen und ich hier zwei Stunden gelabert habe, ohne dass ihr es gehört habt. Aber schön, dass ihr mir Bescheid sagt. ja, also habt ihr jetzt zwei Folgen oder drei Folgen auf YouTube, wo ich mal nichts sage. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Und ja, ich werde immer mal ein bisschen ans Headset fassen, gucken, ob mein Mikro noch an ist. Das habe ich jetzt gelernt. Werde auch ab und zu hier einfach mal den Ton anmachen und mal gucken. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Wie gesagt, Spielsound sollte jetzt an sein. Und ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo wir waren. Und warum ist die Musik so laut? So. Mann, ey. Ein Update und hier ist alles für den Arsch. So. Cool. Genau, wir hatten da... Wir haben jetzt hier irgendwie Schritte gehört gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, bei welcher Quest wir waren. Ah ja, genau.
Genau, wir waren bei Dijkstra und diesen ganzen Kumpanen da irgendwo in dieser, in seinem Badehaus und hatten das ja alles gemacht. Hatten uns ja da ein bisschen durchgekämpft und hatten ja da geguckt, wo das alles herkommt und sollen ja jetzt auch Dijkstra helfen. Und jetzt sollten wir Reuven befragen, Sigi Reuven, genau. Ob der irgendwie was von Rittersporn gehört hat, weil Rittersporn soll uns ja helfen, Ciri zu finden. Zumindest hoffen wir das, dass er das tut, wenn er nicht allzu viel zu tun hat mit seinen Frauen. Ja, ansonsten haben wir ja noch weitere Hauptquests hier. Also ein Skellige freue ich mich auch schon riesig drauf. Können wir dann auch mal demnächst machen. Und hier den komischen Junior hier. Den können wir auch mal besuchen. Ich glaube, da haben wir auch einiges zu tun dann. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal das hier noch weiter und gucken mal, wo uns das hinführt mit Dijkstra. Weil ein Spion oder den, wie nennt man das? Ja, den königlichen Hauptleiter für Spionage hinter sich zu haben, ist ja, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Mal gucken. Ich weiß gar nicht auch, was haben wir denn hier noch so? Okay, wir haben auf jeden Fall auch noch einige Sachen. Ah ja, die Banden von Neugrad, okay. Aber wir haben auf jeden Fall noch einige Nebenquests, die wir hier so machen können. Wir sind jetzt Stufe 15, also werden wir auf jeden Fall 16 oder 17 jetzt mit der Hauptquest. Dann können wir hier auch mal diese fliegenden Fäuste machen und sowas. Und von Schwertern und Knödeln müssten wir auch langsam mal machen, weil wir wollen ja, wenn ich mich richtig erinnere, war das dieser Hattori oder wie der heißt? Genau, Hattori. Der ja der krasseste Meisterschmied überhaupt ist und von dem wollen wir ja noch ein cooles Schwert. Und Hexeaufträge haben wir ja auch noch einige, die wir dann so mal angehen könnten hier, so die Ende 20 vielleicht, mal gucken. Und Schatzsuchen haben wir ja auch noch einige, die wir jetzt erschaffen sollten. Und ich will endlich nach Kaer Morhen. Na, gucken wir mal. Also, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Und ja, Katzenschule müssen wir natürlich auch noch finden. Die können wir natürlich auf jeden Fall finden mit 17. Das sollte kein Problem sein. Fehlschlag haben wir bis jetzt immer noch eine. Das ist sehr gut. Noch aus dem Anfangsgebiet, weil ich zu schnell war. Aber das sollte uns jetzt nicht aufhalten. Ja, cool. Also, wir sind wieder da. Wir haben auch 14.000 Gold, sehe ich gerade. Coole Sache. Und wir haben auch gerade die Greifenschule an. Ne, war ja die beste Rüstung, die wir bis jetzt gefunden haben hier. Oder hergestellt. Haben wir herstellen lassen. So, und ich hoffe, die Typen, die haben jetzt alle wieder ein bisschen Gold, dass wir das hier mal verkaufen lassen können hier so. Boah, 728. Okay, läuft. Und ziemlich viele Knüppel gefunden. Ja, die haben wohl alle nur Knüppel. Alle nur Knüppel. Alchemistische Zutaten können wir machen. Ach so, da brauchten wir weiße Möwe für. Das lassen wir mal besser. Weil für diese weiße Möwe brauchen wir diese Arena-Blödsinn. Arena? Arena? Arenaria? So, ganz schnell dreimal hintereinander, wer es hinkriegt. Tja, okay. So, mal gucken hier, dass wir das hier auch mal alles noch so ein bisschen herstellen. Gute Sache. Hier haben wir auch schon einiges dazu gekriegt. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an hier. Ich muss erstmal auch wieder ein bisschen reinkommen, ne? Also wenn ich jetzt die ersten Spiele oder so, oder die ersten Kämpfe, nicht die ersten Spiele, die ersten Kämpfe verkacke, seht's mir nach. Ich muss tatsächlich wieder erstmal reinkommen. Und nehme dafür, glaube ich, auch Dijkstra erstmal Quen. und Triss?
Oh, Dijkstra und Russ, okay, cool. Hallo? Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Hm. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, aber Moment. Wir gucken mal. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Na klar. Wer geht Danke. Denn da hinten, Alter? Du kannst aufatmen. Denk aber von jetzt an daran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Schön. Du passt auf dich auf, ich auf meine Interessen. Meine Herren, der Wichser. Es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt, dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Caleb Menge. Tja, Marigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Ich auch. Ja, komm. Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht. Das stimmt. Also, wer mir ein bisschen mehr über Dicks... Alter, kann der mal aufhören zu gehen am Hintergrund? Das nervt ja übelst, ey. Ich bring den gleich um. Boah. Wer ein bisschen was über Dijkstra erfahren will, kann gerne die Bücher lesen. Die sind auf jeden Fall sehr interessant und geben sehr viel Aufschluss auch über Dijkstra und wie er so denkt und arbeitet. In der Serie jetzt mit Henry Cavill ist ja quasi bis zur Staffel 3 dabei. Also einschließlich der Staffel 3, ne? Ab Staffel 4 ist das, glaube ich, Liam Hemsworth, also der mittlere Bruder, wenn ich mich richtig erinnere. Und in der Serie jetzt, in den drei Staffeln, kommt es etwas rüber, wie er so arbeitet und wie er so denkt. Also er ist schon ein krasser Dude in dem ganzen Spiel und er hat auch den König, für den er arbeitet, ziemlich gut im Griff. Ja. Deswegen will ich ihm eigentlich auch nicht allzu viele Informationen geben. Ich weiß nicht genau, wie das Auswirkungen hat hier. Ob der das dann irgendwann gegen uns verwendet. Weil, wie gesagt, der ist schon echt krass. Und ich glaube, das hier spielt ja schon eine ganze Weile danach. Und ich will jetzt auch nicht so viel spoilern. Also, wir haben schon ziemlich krasse Sachen hinter uns, wo wir ihn schon ein paar Mal getötet hätten, er uns ein paar Mal getötet hätte und sogar auch Ciri. Also, ja. Da sind schon eine Menge Sachen abgelaufen. Deswegen will ich ihm eigentlich nicht so viel sagen. Ich glaube, wir lassen es dabei. Ich weiß, dass für dich Ergebnisse zählen. Ich habe gelogen. Aber ich kann dich zum Schatz führen. Verzeih, Geralt. Aber nach dieser Aktion würde ich doch eher den Liebesbeteuerungen einer Hure glauben. Würdest du einer Zauberin glauben, die davon profitiert, wenn du dein Geld wieder kriegst? Vielleicht. Aber die Hure wäre mir immer noch lieber.
Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Aber schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Danke. Hm. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen, wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Und sicher. Gib zu, dass du Angst vor Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten, aber grundsätzlich schon. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Boah. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Ich mag die schon echt dolle, ne? Die Triss. Die ist schon eine coole Socke. An dieser Stelle, also auch wenn ihr das jetzt nachguckt auf YouTube und so, ne, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Würde ich gerne mal den Aufruf starten, das mache ich auch immer wieder. Für wen wir uns denn letztendlich mal entscheiden sollen. Also ob es nun Triss sein soll oder Yennefer oder eine ganz andere Zauberin. Schreibt mir das gerne mal auf jeglicher Plattform auch immer. Ob jetzt nun über Twitch in den Chat oder bei YouTube in die Kommentare. Und dann gucken wir mal, wo es uns hinführt. Ne? Oder ob wir tatsächlich alleine bleiben sollen. Das geht ja auch noch. Ja. Ansonsten lasse ich das jetzt erstmal so offen. Mit anderen Worten, du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Ich mache nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turteltäubchen, ich muss jetzt los. Viel Glück. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst, du weißt schon. Dijkstra braucht über mein Liebesleben nichts zu wissen. Schlau. Ich würde mich auch nicht bei ihm ausweinen. Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke. Ach, die sind schon ein hübsches Paar, muss man ja wirklich sagen. Alter. Da hätte ich jetzt mal kurz zugucken sollen. Ich will das gerne lesen, Leute. Nee. Hier. Da. Da ist irgendwas. Brief von Lulu. Okay. Haben wir noch irgendwas, was wir lesen können? Na gut, beim nächsten Buch. Denke mal, wir werden ja noch eins finden. Oh. Ich bin alles so leid. Sieh an, noch ein Mutant. Das hier ist ein Waffenschmied eigentlich. Ist er noch nicht da? Wie spät haben wir denn? 11 Uhr. Okay. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Dieser Geruch hier in der Luft. Ja, noch keinen Bock anscheinend.
Das ist verbranntes Fleisch. Willkommen, Hey. Was hast du? Gucken wir mal. Ah, hier ist diese Aranere. Ew, die kaufen wir doch einfach mal 9-mal. Die können wir gut gebrauchen. Gulo und enthält Zusatzinformationen. Okay. Können wir auch gerne mal kaufen. Was haben wir hier noch? Leere Flasche brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich diesen Kräuterlikör. Und hier kriegen wir, glaube ich, nicht genug Gold. Und das Hemd brauchen wir ja auch noch. Wir haben hier noch Rennsattel und auch ein Rennsattel. Ausdauer. Ich weiß gar nicht, wie wir da aufgestellt sind, sattelmäßig. Bis dann. Ja, ja. Können wir das jetzt lesen? Sie haben ihm das Gesicht zu Brei geschlagen und ihn 3 Tage lang... Wie sind wir denn da jetzt aufgestellt, sattelmäßig? Haben wir hier 50 Ausdauer haben wir sogar, okay, cool, und 100 Sattel, 20 Panik, okay, also die Sättel können wir auf jeden Fall verkaufen. Wir haben so viel Zeug hier, okay, wegen einer Handvoll Amulette. Jo. Verkaufen wir doch erstmal. Hey, komm schon, mach hinter hier. So, also dann können wir erstmal die Sättel verkaufen, weil ich glaube, da kriegen wir ja gutes Gold bei dem. Das sieht gut aus. Was ist das? Okay, Vitalitätsregen. Mhm, schön. Das ist Wein. Also alles, was Alkohol ist und so, das verkaufe ich immer alles, weil das ist zwar ein ganz cooler, also ganz cooles Benefit hier, dass der Alkohol auf uns auch eine Auswirkung hat, tatsächlich. Wir werden da ein bisschen duselig. Ups. Kaufen wir mal die 100. So. Rohes Fleisch haben wir hier noch. Was haben wir hier? Käse. Ah, wir haben so viel Zeug hier. Ich glaube, ich würde das jetzt mal ein bisschen sammeln. Und wir können ja mal gucken. Haben wir jetzt ja nicht wirklich. So, doch. Wir können nochmal gucken, ob wir da. Was hast du denn da? Ob wir noch ein bisschen Plunder verkaufen können. Okay, den können wir für eine ordentliche Summe an den Händler verkaufen. Ja, 66 auf keinen Fall. Nö. Dann lieber den Plunder hier. So finden. Jeden Fall die ganzen Felle immer verkaufen, die sind echt Gold wert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ihr gerade seht. Die haben jetzt richtig. Die haben jetzt ordentlich Geld eingebracht. Und die werden wir auf jeden Fall bei einem Schmied verkaufen. Du Meister Menge? Oh, nicht, dann lernst du ihn heutzutage. Alle Fallen sind der Meer. Soll ich dir. Hin? Was hast du im Angebot? Ja, komm. Ach, der hat nur ein Gold. Okay, schade. Der ist noch nicht. Bis dann. Der ist noch nicht wieder bei Gold. Das nenne ich mal schönen Gesang. Ich achte wie ein Schwein. Die Augen haben sie ihm ausgestochen. Ja, habe ich schon von gehört. Komm näher! Auch Lautstärke ein bisschen weiter runter hier. So. Das sollte mich auch mal ein bisschen hören. Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du willst. Was ist der hier für ein Dude? Achso, der war hier. Aufmachen! Auf hier. So, den hatten wir ja schon. Den kannten wir ja schon. Was hast du anzubieten? Da waren wir ja auch schon bei dem. Genau. Was hatte der denn so? Hatte der noch irgendwas, was wir gebrauchen können?
Zwergenschnaps, das kennen wir alles. Was hat das hier? Auch 100. Auch 100, das haben wir ja. Was kriegen wir bei dem? Auch nicht viel. Ne, die verkaufen wir bei einem Schmied. Also, da kriegen wir mehr Gold. Das machen wir nicht. Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Wenn wir einen Schmied finden, dann... Achso, wir sollen ja jetzt uns um Mitternacht erst treffen. Also haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Dann können wir ja mal gucken, wo die Schmieden hier überall waren. Ups. Standard. Das hier. So. Hier war ja ein Typ. Ein Schmiedetyp. Und den haben wir jetzt auch, den Wegpunkt. Dann würde ich doch einfach mal verkaufen gehen. Gerne. Oder. Das ewige Feuer wird uns leiten. Schon das Narren. Ich muss pissen wie ein Stier. Na, das ist doch klar wie das ewige Feuer. Wenn wir eh bis Mitternacht Zeit haben, dann können wir ja mal kurz ein bisschen laufen. Ungläubiger. Wir hätten auch noch eine Quest machen können in irgendeiner Form hier, aber hier ist auch noch ein Anschlagbrett. Schön. Das ist neu, oder? Zum Glück lädt er ja nicht so lange. Und wir sind ja jetzt hier, dann können wir nämlich auch gleich mal. Ich wünsche euch die Pocken! Zack. Einmal so. So, das hier ist. Achso, das war ein Rüstungsschmied, ne? Wie? Ich. Na, genau. Von dem haben wir ja nicht so viel gekriegt, leider. Schade eigentlich. Die Schwerter sind jetzt auch nicht besser. Schade. Leb wohl. Meister Hexer. Stimmt, dass das ein Rüstungsschmied war. Das vergesse ich immer. Das hier ist ein Waffenschmied, ne? Ja. Den anderen oben, den haben wir ja noch gar nicht. Den haben wir gar nicht irgendwie markiert gekriegt. Warum auch immer. Ist der ansprechbar? Nee. Dass der immer erst mit seiner Frau quatschen muss. Die sind wie die von meiner Katze. Ist es wichtig, woher das Essen stammt? So. Ja, jetzt können wir mit ihm quatschen. Kaust du die? Die sind einfache Leute. Was denn? Ich mach ein bisschen freundlicher. Will dir dein Geld abnehmen. So, und von dem kriegen wir 146 nur. Okay. Kriegen wir weniger. Kriegen wir denn weniger bei dem? Der ist doch ein Waffenschmied. Aber hier können wir mal die ganzen Kleinknüppel verkaufen und so. Da kriegen wir, glaube ich, ja ordentlich. Außer das. Das gibt mehr Gold bei einem anderen Typen. Aber das macht jetzt hier keinen großen Unterschied, glaube ich, wenn ich die verkaufe bei dem. Ja, sieht doch gut aus. Und jetzt haben wir 61 von... Jo, haben wir jetzt 61 von 220. Das ist gut. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann sollten wir tatsächlich auch Hattori langsam machen. Mit den Schwertern und Knödeln. Damit wir den dann freigeschaltet haben langsam. Damit wir... endlich mal einen Waffenschmied haben, bei dem wir auch ein bisschen was verkaufen können und halt auch ordentlich Schotter kriegen. Ich muss mir das einfach mal aufschreiben, bei wem das war, wo wir halt so viel Kohle gekriegt haben. Das hier drüben war ein Rüstungsschmied. Hat Ochsenfort einen Waffenschmied gehabt?
Müsste ja auch noch mehr Waffenschmied geben, ja. Hier oben war ja auch irgendwo einer. Da sind wir ja, glaube ich, hingelaufen gar. Nochmal gucken, wo der war. Ich weiß, da war auch ein Waffenschmied. Da hatten wir ja ordentlich Cash gekriegt. Ich finde den mal nochmal schnell für euch. Und dann ist es, glaube ich, auch schon fast Mitternacht. Dann können wir die Hauptquest da weitermachen. Wann wohl die nächste Hexe brennt? Ich glaube, das war hier, wenn man hier irgendwie weiter lang rennt. Verzieh dich, du kannst mich mal! Das war hier irgendwo am Rand, weiß ich. Ich glaube, wir laufen richtig. Ein wenig fürchte ich mich vor ihm. So besser so. Fass mich nicht an. Da, bitte. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Es wird nicht einfach, Magier in diesem Haufen zu finden. Es ist einfacher, als du denkst. Besonders leere Schiffen haben gesehen. Wie meinst du? Das Gerücht auf, dass dein Vater krank ist und nur ein Trank ihn. Hier ist der Waffenschmied. Da taucht er auf. Also Leute, ich zeige euch den mal auf der Karte hier. Ups. Hier. Ne? Da ist der Waffenschmied. In der Ecke. Der hat auch immer gut Kohle. Willkommen. Bei dem waren wir ja jetzt auch letzte Mal und haben ja gegen den Gwind gespielt. Jo. Der hat jetzt auch nichts wirklich, was wir noch gebrauchen können, aber bei dem können wir wenigstens... Ja, guck, da kriegen wir 293 schon für das Ding. Und da kriegen wir hier auch 20 Gold. Und 333, ja, also... bei dem kriegen wir schon ordentlich mehr Cash. Dann würde ich sagen, dann verkaufen wir, reparieren wir auch bei dem jetzt immer. Weil wir dann nämlich auch unsere Sachen dann, also das Gold wiederkriegen, was wir jetzt hier reparieren. So. Haben wir denn hier irgendwas, was wir für... Mach ich einfach so. Jetzt noch für 23. Nö. Nein, so. Ein Gold. Ist in Ordnung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, den müssen wir uns merken hier auf jeden Fall. Also nochmal auf die Karte gucken. Hier in der Ecke. Okay. So. Den muss ich mir jetzt auf jeden Fall merken. Hallo, mein Hübscher. Okay. Hallo. Die Schwarzen? Redania? Hauptsache. Habt ihr gerade gesehen, die Preisunterschiede, ne, die man da gekriegt hat? Auf jeden Fall. Jo. Aufs Brett. Unten. Okay. So, ja, haben wir es jetzt auch gleich Mitternacht. Haben wir alles verkauft und das sollte doch. Sollte ja jetzt genug Platz sein, dass wir hier die Hauptquest mal durchstarten können. Ist hier irgendwo eine Wache dann hier? Brauchst du etwas, Meister? Meins? Hallo? Alles meins. Ach, die Quintmusik. Wie, jetzt kommt eine Waffe hier in der Nähe. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite der Kämpfe habe. Okay. Ein paar Fälle. Gib mir das. Lecker Hexe. Gib mir das.
Gib her! Das gibt's doch ja nicht. Na gut. So, Mitternacht. Sollen wir Triss hier treffen? Du bist hier, gut. Hör zu. Schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. So. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Hey, genau. Aber Triss, willst du das wirklich? Hier draußen, vor allen Leuten? Es mag dich überraschen, aber Fesseln sind auch außerhalb von Schlafzimmern nützlich. Überleg doch, wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Ja, mal los. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn. Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum, aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Mir fällt schon was ein. Kann ich gar nicht verstehen. Ach, er immer mit seinem Gedanken hier. Mann, Mann, Mann. Was ist mit dem Schatz? Wenn wir was rausfinden, prima. Wenn nicht... Ich dachte, du brauchst Dijkstras Geld, um den anderen Magiern zu helfen. Das schon. Aber man kommt auf viele Arten an Gold. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Ja, wir haben auch Gold. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Hey, wir sind ein Hexer, wir kriegen das hin. Was sind denn da ein paar Wachen? Die kriegen wir alle... Die kriegen wir schon hin, ne? Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri, sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? Ja, wir gucken erstmal, was sie machen. In Ordnung. Also ich sag mal, so eine Ohrfeige oder so, das trauen wir ja schon zu, dass sie die aushält. Aber wenn sie jetzt auspeitschen oder sowas, dann bringen wir sie einfach alle um. Da sind wir radikal, würde ich sagen. Was willst du? Meine Belohnung. Schnauze. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein! Ach, jetzt bist du freundlich, oder was? Ist er das? Sieh an, das ist er doch, oder? Triss Merigold. Du machst jetzt den Zauberinnen statt Ertrunkenen? Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Jo. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Klar, machen nicht alle Hexen. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir. Nicht so schnell. Entweder übergebe ich sie Menge persönlich, oder keiner tut es. Du meinst wohl, wir kennen uns mit Hexen nicht aus? Lass mich los, du Schwein! In so einem hübschen Mund hat eine vulgäre Zunge nichts verloren. Wir müssen sie wohl rausreißen. Hehehehe.
Ja, ihr kennt euch vielleicht aus mit Hexen, wenn sie euch in Ketten gebracht werden. Was soll denn das heißen? Dass ihr jämmerliche Hexenjäger seid, wenn ein Hexer euch die Jagd abnehmen muss. Hör mal, Mutant. Seit wir in dieser Stadt sind, haben wir über 100 Magier, Alchemisten, Doppler und sonstiges Gesocks in Asche verwandelt. Sag du uns nicht, wie wir unsere Arbeit zu tun haben, klar? Genau, es geht um Qualität. Ja. Mein Spruch. Aber ich glaube, mit Philippa fangen wir jetzt mehr große Fische. Provozieren wir die mal nicht weiter. Komm. Ich könnte euch durchaus was sagen. Ich habe nicht nur Marigold gefunden, sondern auch Philippa Eilhardt. Dafür wirst du büßen, du... Halt die Schnauze, rothaarige Hure! Und du... Spuck's aus. Wo ist Eilhardt? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich rede nur mit Menge. Menge redet nicht mit deinesgleichen. Dann grüß ihn von mir und sag, dass ich hier war. Mit meiner Freundin Marigold. Gut. Nimm sie und folge mir auf dem Fuß. Keine falschen Tricks. Jupp. Können wir Axi? Meine, so helle sind die ja jetzt nun alle nicht. Kommt sie mit? Nö. So, da vorne läuft sie. Ja, guck mal, das sind doch alle noch ein paar. Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren, sind schon verbrannt. Und ich könnte eine schnelle Nummer vertragen. Hier trennen sich unsere Wege. Geh zur Menge. Marigold ist nebenan. Ihr kriegt sie nicht, bevor du ich... Du hast hier nichts zu melden. Dirk, du weißt, was zu tun ist. Aus mir kriegt ihr kein Wort raus. Du nicht und er auch nicht. Spielst die Harte, hm? Warte nur. In 1 bis 3 Fingernägeln plauderst du. Gut, nehmt sie. Ich will sowieso nicht, dass sie die Verhandlungen stört. Aber Finger weg von ihr. Wieso? Tut die Schlampe dir leid? Sie könnte mir nichts gleichgültiger sein. Aber wenn Menge mir nicht gibt, was ich will, biete ich sie jemand anderem an. Ihr habt die Ware nicht zu beschädigen. Was für ein Geschäftssinn. Du wärst eine tolle Puffmutter. Keine Sorge, Menge wird dir Geld geben. Und Marigold wird bekommen, was sie verdient. Das ewige Feuer wird... Ah, jetzt können wir nämlich die Gedankenbeeinflussung machen. Sehr schön. Keine Folter, bis ich dabei bin. Verstanden? Verstanden. Keine Folter. Der Hurensohn zaubert! Auf ihn! Ach, Mist! Lebendig! Mach ihn lebendig! Au! Jetzt hab ich. Au. Alter, Leute. Kommt mal klar. Ey. Ach Mist, jetzt hab ich ihn umgebracht. Wo ist denn... Ach komm schon, nicht in der Ecke jetzt. Das ist unfair. Ich brauche mal ein bisschen Platz hier. Zack. Okay, läuft bei euch. Ewigen Feuer. Sag, Junge. Verschone dich nicht. Mal ein bisschen aufgeräumt hier. Bei den Jungs. Au. Muss mal ganz kurz regenerieren hier. Ach komm, was ist denn hier? Ey, ich hab hier festgebackt.
Hat er da auf der Treppe gestanden und ich konnte nichts machen? Das war jetzt doof. Ich glaube, ich sollte gleich runtergehen, dann habe ich ein bisschen mehr Platz und kann den Wirbel da gleich machen. Den haben wir jetzt freigeschaltet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich... vielleicht sollte ich mehr... Riesige Feuer wird Asche aus dir machen! Wird ihn lebendig, lebendig! Willst du eigentlich mit dem Fuß zu tun haben? Los, hierher! Und halt so kämpfen. Okay. Ich bin verloren. Ach komm. Ich bin nicht weggekommen von dem Pass. Okay, die sind echt krass, ey. Die halten ganz schön was aus, die Leute. Habe ich irgendwie ein Schwert abgelegt oder so? Mal gucken hier. Aber ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Taktik, mit den Fässern zu arbeiten, wenn ich nicht gerade daneben bin. Du wirst auf dem Scheiterhaufen verärgern! Auch ganz schön Aua. So, da ist Menge. Guck an. Hallo. So, den haben wir. Ach, jetzt Mensch, ey. Müssen alle gewesen sein. Es war knapp. Axi-Zeichen in einer Menschenmenge? Geralt, das konnte nicht gut gehen. Tut mir leid. Ich konnte nicht zulassen, dass sie dich foltern. Du bedeutest mir zu viel. Wir sollten das Büro durchsuchen. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Okay. Sorry. Ach, gefunden? Zweimal von mir selbst besiegt, ey. Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist das? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier, gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Erstmal will ich daran. Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert. Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Siehst dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt.
Im Brief stehen die Signale für ein Treffen, aber es wird kein Treffpunkt erwähnt. Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher. Hm. Schlüssel zu einem Gewölbe? Ohne Adresse? Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun, vielleicht brechen seine Schergen uns dann nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll? Mit etwas Starkem, hoffe ich. Hm. Alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne. Aber nicht durch den Haupteingang. So, ich will mich hier noch umsehen, Leute. Ja, erstmal Licht aus. Das ist immer wichtig. So, kommen wir hier irgendwo nach oben. Guck mal, da oben kommen wir auch irgendwie. Komme ich da hin? Nö. Hm. Hm. Da oben liegt doch was, da muss ich doch irgendwie hinkommen. Zu holen? Nö, anscheinend nicht. Und alter Falter. Unten ist aber eine ganze Menge. Okay, cool. Gut, dass wir uns vorher noch entleert haben, ey. Achso, das sind die ganzen Fässerteile. Die ich hier so. die ich hier so über den Boden verteilt habe. Stream kurz gesagt, ja, da draußen steht noch einer. Den töten wir da auch noch, oder? Lassen doch jetzt hier keine Zeugen zu. Hallo. Na, hat noch welche, oder? Hm, okay. Nicht. Darf man mal Leute töten und dann so. Die werden mir doch angezeigt als Gegner. Wo sind die denn? Da drüben stehen sie nicht. Bin da ein Weg. Mensch, du sollst die Tür aufmachen. Okay. Hier trennen wir uns. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Alles klar. Wir haben zu viele Spuren hinterlassen. Ja. Und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt.
Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Dass die Zauberin immer was von einem wollen, ey. Das ist so krass. Doch bitte doch erst looten, Mädel. Ja, alles klar. Das müsste reichen. Ich gehe. Das solltest du auch. Mhm, aber nicht per Teleport. Bis bald, Triss. Tschüss. Ich hab grad gesehen, da war noch was. Komm ich da nochmal zurück? Geh doch da hoch, halt dich fest. Mann. Einmal mit dem Profi. Wir machen ihn mal auf. Hallo. Du da! Herr Reuven will dich sprechen. Okay. Ungeduldiger alter Bastard. Hm? Nichts. Gehen wir. Was will der jetzt von uns? Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Hab ihn nirgends gesehen. Und 20 Tonnen Gold sind schwer zu übersehen. Das bedeutet, dass du mit leeren Händen zu mir gekommen bist? Erstens bist du zu mir gekommen. Zweitens habe ich etwas mitgebracht. Der Schlüssel zu einem Tresor. Hab ihn bei Menge gefunden. Ein Tresor? Ich muss ihn also selber finden. Du hast mir die Dinge nicht gerade leichter gemacht. Gib her. Im Hintergrund, Alter, wie die sich einfach alle schlagen, gähnen, beschweren, ey, das ist so krass. Erspar's mir. Ich will meine Belohnung. Geralt, sind alle Hexer so dreist wie du? Ja. Was meinst du damit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ja, dieses Mal wirst du leben. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein. Aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Yamulak. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert, aber nicht wo. In einer Ruine in Fernig. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Okay. Also wieder Mitternacht, wenn wir das Signal gegeben haben. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Ich begleiche nur eine Schuld. Das tue ich immer, weißt du. Auch bei Lügnern. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Nie mehr. Ja!